Ja klar, Wettkampfpause hat natürlich gefehlt, aber das hat man natürlich auch gesehen bei den anderen Spielen, beziehungsweise auch von der Mannschaft von Rimpa. Wettkampf fehlt. So, wir haben uns natürlich auf das Spiel gefreut. K.O.-Kriterium erfüllt. Ich glaube, das liegt uns jetzt auch ganz gut. Und die Einstellung hat gestimmt, das hat man gesehen. Engagiert aus der Abwehr, aggressiven Abwehr heraus, haben wir natürlich hier gute Anzeichen gezeigt, die sich dann auch im Angriff gezeigt haben. Wir haben also nie den Faden verloren sind oder haben die Rimbacher Mannschaft nicht mehr herankommen lassen. Wenn wir das gegen Leipzig genauso machen, dann wird das bestimmt ein hochklassiges Spiel. Mit vielleicht einem besseren Ende, ich hoffe natürlich mit einem besseren Ende von uns, weil wir haben Heimrecht. Und wenn wir mehr Indianer als Häuptlinge auf dem Spielfeld haben, dann denke ich mal, kommen wir eine Runde weiter. Und das ist genau das, was wir wollen. Für mich natürlich immer wieder, dass wir aus einer stabilen Abwehr herauskommen, mit guten Torhütern, mit einem guten Block hinten raus, mit der zweiten Welle engagiert hinten raus. Und dann auch mal dann zu sagen, hey, es hat nicht funktioniert in der zweiten Welle, dass man dann abbricht, längere Angriffe fährt. Ich glaube, wir haben Zeit, wie wir jetzt die letzten Spiele gemacht haben oder auch die Runde letztes Jahr, die dann ja abgebrochen wurde. Ich glaube, zwei oder dreimal Zeitspiel gekriegt. Das heißt, wir schließen noch zu schnell ab, nach 5 bis 6, 7, 8 Sekunden. Da muss man mehr Geduld haben. Auch mal ein bisschen Zeit von der Uhr runternehmen. Es wird ganz entscheidend sein, wie wir uns eins gegen eins da hier präsentieren und dann den Ball weiterspielen, also sprich den Nebenmann in Aktion bringen. Aber ich glaube, wird morgen ein aufregender Tag, auch für die Jungs. Deutsche Meisterschaft ist immer wieder ein Highlight, auch wenn es in dem Fall ein K.O.-System ist. Nee, wir haben ja fast eine ganze Fußballmannschaft mittlerweile, fast wie in der A-Jugend, 18 bis 20 Leute. Wir können aus dem Vollen schöpfen, keiner ist verletzt. Die Jungs sind heiß und wir freuen uns alle auf ein faires und schönes Handballspiel.